Herzlich willkommen wieder zu Andruck, unserer Presserunde. Heute ist Ostersonntag und ich hoffe, Sie hatten ein schönes Fest bisher und schöne, farbige, bunte Eier gesammelt und Sie genießen diese friedlichen, feierlichen Stunden. Darüber wollen wir heute reden und zwar über das Fest an sich und über das, was sich damit verbindet in der Religion. Ja, für die Christen hat Ostern eine besondere Bedeutung, für die anderen Religionen nicht so. Aber es gibt Religionskriege überall, plötzlich wieder oder auch nicht plötzlich wieder. Vielleicht haben wir es nur vergessen, dass es immer Religionskriege gab. Das soll unser Thema sein heute und es diskutieren mit mir Markus Grabitz von Stuttgarter Nachrichten. Herzlich willkommen. Andreas Tewald von Bild.de, auch Ihnen herzlich willkommen und Ihnen ein ganz besonders herzlich willkommen als einzige Frau in unserer Runde, Marete von Acker vom Fokus. Religionskriege, ist das was Neues? Müssen wir uns darüber besondere Sorgen machen? Muslems gegen Christen, Christen gegen, ich weiß nicht wen, Hindus gegen Moslems, überall sind die Religionen, bekriegen sich. Dabei sollte dieses Fest doch eigentlich ein Fest des Friedens sein. Ja, allerdings. Also, dass wir uns Sorgen machen müssen, glaube ich, ganz dezidiert. Die Lage weltweit ist an vielen Punkten eskaliert. Ich glaube, dass wir zum Beispiel auch die Gefahr durch IS, Islamischen Staat, den sogenannten Islamischen Staat, über Jahre unterschätzt haben. Und es ist ja auch sogar ein Thema, das inzwischen in Deutschland innenpolitisch eine große Rolle spielt, dadurch, dass eine Konfrontation, wie ich finde, zum großen Teil aufgebaut wird zwischen Islam und Christentum. Wenn zum Beispiel die Pegida-Bewegung, die sich ja schon im Namen dem Kampf für das christliche Abendland verschreibt, Fronten aufmacht und innenpolitisch auch das Klima dadurch anheizt. Ich glaube, dass wir uns ganz bestimmt Sorgen machen müssen, ja. Sie waren gerade in Israel, sind gerade zurückgekommen, das erste Mal in Israel. Ja. Israel, in dem das Rabbinat das Sagen hat. Eigentlich kann man sagen, Israel ist auch ein Gottesstaat. Das heißt, es gibt keine Verfassung, die Verfassung ist das Alte Testament. Ja, ist das ein Religionsstaat, der einen Religionskrieg gegen die Moslems führt? Ich meine, Israel, die israelische Gesellschaft ist ja gespalten. Es gibt auf der einen Seite gibt es ja die fundamentalistischen Juden, die überwiegend halt eben außerhalb von Tel Aviv wohnen. Und dann gibt es halt eben wirklich auch säkulare Juden, die halt anders unterwegs sind. Und ich würde sagen, in der Region merkt man, was es bedeutet, wenn die Religion instrumentalisiert wird. Und zwar auf beiden Seiten des Konfliktes. Und ich glaube, dass diese Instrumentalisierung der Religion für politische Anliegen genau der Knackpunkt, das Problem ist, was man sich näher angucken muss. Nun sind wir in Europa und in Deutschland, ganz besonders in Deutschland, in Spanien, in Italien, was man heute auf Ostern sieht, gibt es große religiöse Prozessionen. In Deutschland sind die Kirchen nicht mal ganz voll. Das heißt, wir scheinen so in einer Insel und auf einer Insel zu leben, wo uns das offenbar alles gar nichts angeht. Religion sollen die doch kämpfen und um Religion sollen die sich zerstören. Sind wir da auf dem richtigen Pfad oder müssten wir nicht auch anfangen, darüber nachzudenken, was passiert eigentlich um uns drumherum? Also darüber müssen wir uns auf jeden Fall Gedanken machen. Ich glaube, der Punkt, den wir hier in Deutschland erleben, ist, dass sozusagen viele Leute sich von der Religion abwenden, sich nicht mehr angesprochen fühlen. Das hängt aber auch damit zusammen, dass sozusagen der äußere Druck innerhalb einer Gemeinschaft, katholisch oder protestantisch oder wie auch immer religiös zu sein, nicht mehr gegeben ist. Ich glaube, dass auch in früheren Zeiten viele Leute vielleicht gar nicht religiös waren, aber es nie gewagt hätten, aus einer Kirche auszutreten, weil sie das sozusagen außerhalb der Gemeinschaft gestellt hätte. Ich glaube, der Grund für viele Konflikte besteht darin, sie sind religiös aufgeladen. Das hängt an zwei Dingen. Zum einen hängt es damit zusammen, dass Religionen eigentlich nie tolerant sind. Das, in der Regel ist es halt eben nicht so. Man ist entweder Moslem oder man ist Christ und lehnt andere ab. Das ist nicht sehr tolerant. Das ist ein Keim. Der zweite Punkt ist, dass Religion dann, wenn sie sich mit Macht verbindet, auch immer riskant wird, weil sie versucht, Leute zu beherrschen. Das ist auch ein Nachteil von Religion. Und dann spielen natürlich da viele andere Konflikte hinein. Also das kann man ja auch im Nahen Osten beobachten. Das hat natürlich nicht nur religiöse Gründe. Da spielen die koloniale Vergangenheit spielt eine Rolle. Da spielen soziale Fragen eine Rolle. Da spielen konfessionelle Dinge eine Rolle, die auch dann sozial aufgeladen sind. Da mischt sich sehr vieles zusammen und man hält es für einen Religionskrieg, aber das allein erklärt es nicht.
Das Wort von Toleranz hat der Tewald eben benutzt. Vielleicht darf ich da anschließen. Die Toleranz wurde erst durch die Aufklärung in Europa hineingebracht. Nach fürchterlichen Religionskriegen in Europa, Christen, Katholiken gegen Protestanten und umgekehrt. Und das Wort Toleranz, ja, gibt es das überhaupt in anderen Religionen? Soweit ich das überblicken kann, ist es durchaus in anderen Religionen ein Gedanke, der eine große Rolle spielt. Das ist ja auch eine Schlüsselfrage, inwieweit wir den Islam manchmal zu, in Anführungsstrichen, dogmatisch interpretieren, wenn wir nur auf die harten Aussagen gucken. Man findet auch im Christentum, Stichwort Altes Testament, Aussagen, von denen man sagen kann, die sind nun dezidiert nicht tolerant. Auge ja, um Auge, Zahn um Zahn. Das Alte Testament ist eher jüdisch. Aber das Neue Testament ist christlich. Baut ja auf, das Neue Testament unterscheidet Christentum und Judentum, aber auch das Christentum ruft sich durchaus auf das Alte Testament, also auf beide. Ne? Aber ich wollte nochmal diesen Toleranzgedanken aufgreifen. Was der Kollege Tewald sagte, fand ich interessant, dass er die Theorie hat, das Christentum beruhte über Jahre, dass sich Leute dazu bekannten in Deutschland, beruhte auf Druck. Man merkt im Moment natürlich auch, dass das Christentum eigentlich in Deutschland keine Antwort bietet auf den Islam. Ich glaube, dass sich ein Teil der Schwäche unserer Gesellschaft dadurch erklärt, dass wir sehen, hey, die Moslems geben sich stark, sie sind eine starke, wachsende Gruppe. Was haben wir dem entgegenzusetzen? Und ich glaube, da haben viele nicht das Gefühl, das Christentum ist bedroht, sondern sie haben das Gefühl, eigentlich ist da gar nichts. Ist da nichts, was unsere Gesellschaft im Kern zusammenhält. Und ich glaube, das ist das Gefühl der Schwäche, das dann auch so Überreaktionen und auch aggressive Reaktionen wie von Seiten Pegida erklärt. Das habe ich mit dem Bild eben gemeint, als ob wir auf einer Insel leben, als ob wir nicht wissen, was drumherum vorgeht. Eine Militanz, die ja offenbar ist bei dem IS, ja, und das Christentum, wir sind, ich darf den Begriff nochmal benutzen, den ich eben schon benutzt habe, wir scheinen so auf einer Insel zu leben und nach dem Motto, was ich ja schon richtig ausgerüstet habe, es geht uns gar nichts an. Ja, ich glaube, also wir leben in einer Zeit, in der sich vielfach in vielen gesellschaftlichen Bereichen die religiösen Überzeugungen aufgelöst haben. Aber wir realisieren vielleicht jetzt gerade, wo der Nahostkonflikt uns näher kommt und halt eben so Boko Haram in Afrika, in Nigeria unterwegs ist und wo wir natürlich auch sehen, dass in Syrien die Muslime sich gegenseitig das Leben sehr, sehr schwer machen und sich gegenseitig töten, merken wir, dass diese religiösen Konflikte aber auch wieder zurück zu uns kommen und wir eben nicht in einem postreligiösen Zeitalter leben, sondern wir uns mit diesen Dingen auseinandersetzen müssen. Das heißt, wir sind mittendrin. Ja, wir sind mittendrin und ich glaube, man muss aber manche Dinge auch fein unterscheiden. Also ich glaube zum Beispiel, man darf sich nicht zu eigen machen, dass zum Beispiel eine Organisation wie ISIS, die haben zwar einen religiösen Anspruch, den sie vor sich hertragen, aber in Wirklichkeit sind sie eine Verbrecherorganisation. Ja. Und sie sagen, sie seien dem Islam zugewandt. Ich glaube, das ist einfach falsch. Das haben die religiös aufgeladen. Und wenn man sieht, wenn die Leute, die sich zum Beispiel hier aus Deutschland plötzlich zu Dschihadisten machen, die sind ja plötzlich nicht wahnsinnig religiös. Das sind ja hier überwiegend Loser, Schulabbrecher, ehemalige Leute, die im aber sie können trotzdem sehr religiös sein. Ja, die Gemeinschaft macht es. Sondern die fühlen sich plötzlich in einer Gruppierung aufgenommen. Aber ich meine, diese Art der Gewalt, die ISIS macht, ist vollkommen amoralisch und auch durch den Islam nicht gedeckt. Ich glaube, der Punkt ist, dass man diesen Organisationen wehrhaft entgegentreten muss, zum einen in der Tat auch militärisch, aber auf der anderen Seite, wenn man ideell denen wehrhaft werden muss, muss man sich auch hier über seine Wertebasis wieder im Klaren sein, dass man auch deutlich macht, was ist uns eigentlich wichtig, was sind wir bereit zu akzeptieren und was eben nicht. Und ich glaube, daran fehlt es. Da sind auch zum Beispiel, finde ich, zum einen die islamischen Organisationen hier etwas indifferent, aber ich finde auch zum Beispiel die Kirchen hier bei uns, die sind auch, wie ich finde, oft sehr lau. Sie bedienen sich einer Sprache, die irgendwie gar nicht mehr zeitgemäß ist, die sozusagen deshalb auch von den Leuten überhört wird. Und sie ziehen oft auch nicht klar den Standpunkt oder kümmern sich um Themen, wo man sagen muss, das ist nicht euer Thema. Aber höre ich da richtig, dass das Christentum, die Christen wehrhafter sein sollen? Ja, Stalin hat mal gefragt, wer hat die Vision, hat der Papst. Also wehrhaft meinte ich jetzt nicht in dem Sinn, dass man jetzt Religionskriege machen sollte. Entschuldigung, das meinte ich nicht. Ich meine, wehrhaft meine ich, man muss einer Terrororganisation militärisch begegnen. Das ist aber sozusagen eine staatliche Seite. Was die Religion angeht, ist, finde ich, in einer Religion, die Leute, wenn man sich mit Leuten auseinandersetzen will,
muss man sich darüber klar machen, was habe ich eigentlich für einen moralischen oder ethischen Standpunkt? Also uns, ich komme mal auf ein ganz banales Beispiel, was Bekenntnis angeht und Selbstbewusstsein. Gerade weil es so banal ist, sagt es vielleicht auch einiges. Hier in Berlin ist man dazu übergegangen, in vielen Kindergärten das St. Martinsfest nicht St. Martinsfest zu nennen, sondern Lichterfest. Da sage ich mir, Entschuldigung, das ist ein ursprünglich christliches Fest. Auch wenn man sich dem Christentum nicht verbunden fühlt, kann man ja dem Gedanken, dass es den Bischof von Myra gab, dem man nachsagt, dass er Kinder beschenkt hat, durchaus was abgewinnen. Entschuldigung, das war jetzt Nikolaus, aber St. Martin war ja derjenige, der sich mit den Armen geteilt hat und sozial verbunden gefühlt hat. Das Fest der nächsten Liebe. Genau. Warum können wir dieses Fest nicht selbstbewusst als ein christliches begehen? Ja. Weihnachten heißt aber noch nicht Sonnenwende. Ist aber genau, wobei die Daten der christlichen Feste, auch Ostern, ja durchaus heidnisch besetzt sind. Deswegen wiederhole ich nochmal. Ja. Weihnachten heißt immer noch Weihnachten, nicht Sonnenwende. Noch ist es aber das würde dies, was Sie sagen wollen, sehr verdeutlichen, wenn man anfängt, den Charakter, den Namen dieser christlichen Feste so zu verändern, dass es dann auch den Charakter verliert. Meinen Sie das mit... Wir müssen uns auch bekennen zu dem, ja, was wir als christliche Wertegesellschaft nennen. Warum muss ich das in Berlin Lichterfest nennen? Also das ist doch irgendwie, ich würde mich durchaus dem Gedanken öffnen, auch muslimische Feste zu feiern oder von mir auch aus gesellschaftliche. Wir haben ja auch den 1. Mai. Das hat ja alles seinen Platz in unserer Gesellschaft. Aber warum muss ich ein wirklich dezidiert christliches Fest irgendwie umbenennen? Also das finde ich einen falschen Toleranzgedanken, der auch von... aus meiner Sicht von zu wenig Selbstbewusstsein zeugt. Wie können wir das denn machen, Herr Gravitz? In Israel ist das offenkundig. Nee, indem es zum Beispiel wieder Religionsunterricht in Berlin gibt. Und zwar nicht freiwilligen Religionsunterricht, sondern verpflichtenden Religionsunterricht. Wo die Kinder nach Bekenntnis halt eben Unterricht bekommen zu den Traditionen dieser Gesellschaft. Ja, warum eigentlich nicht? Ja, ich finde, man muss vor allen Dingen auch Kindern einen Maßstab erstmal mitgeben. Der kann zum Beispiel im Religionsunterricht entwickelt werden. Ich komme aus einem katholischen Elternhaus, ich habe Religionsunterricht gehabt, ich habe als Messdiener gearbeitet, ich war Messdiener. Das heißt, das ist ja eine Prägung, die wird man ja auch nicht mehr los. Egal, ob man später in der Kirche bleibt oder nicht. Das ist gar nicht der entscheidende Punkt. Aber diese Prägung hat man. Und man kriegt auch einen Wertmaßstab mit. Den kann man auch weiterentwickeln. Aber wer von vornherein nie einen Wertmaßstab kriegt, für den wird alles beliebig. Darüber sprechen wir nach der Pause weiter. Jetzt müssen wir ein bisschen Werbung machen. Wir sind Privatsender, aber das ist eine hochinteressante Diskussion an Ostersonntag. Ja, wir müssen uns mehr zu unseren Werten bekennen und die Diskussion ist an dem Punkt angelangt, wo wir sagen, wir brauchen wieder Religionsunterricht. Also bleiben Sie dran. Also es geht gleich weiter. Bis gleich.